Aber vielleicht nicht. Die ist schon die ganze Zeit. Was? Wieso ist doch. Sieht man noch nicht durch das Taschentuch. Kann sie auch gerne wegdrehen. Soll jeder sehen, wie krank ich bin? Nein. Sieht schon jeder in meinen Let's Plays, wie krank ich bin. So, das lege ich erstmal da zur Seite und dann gehe ich später weg. Guten Abend, in Bowlin Hill joggen Sie wohl auch. Aber natürlich, ich trage meinen Nachnamen nicht umsonst. Ich laufe immer und überall. Man entdeckt immer spannende Sachen, wenn man eine Straße das erste Mal entlang geht. Zum Beispiel neue Rätsel wie dieses hier. Schauen Sie es sich doch mal an. Vielleicht gefällt es Ihnen ja. Vielleicht ja auch nicht. 94 am Strand. Am Start. Die Bretter der vier mega coolen Surfer wurden versehentlich zu anderen Brettern gestellt. Drei wurden wiedergefunden, doch eins fehlt noch. Die vier mega coolen Surfer haben alle Bretter, die einen bestimmten. Alle Bretter, die einem bestimmten Muster folgen. Welches ist das Brett, das wir suchen? Ich habe das Gefühl, dass vielleicht. Ich hasse Nein. Das war falsch. Pustekuchen. Nochmal. Welches soll es denn dann sein? Welches hattest du? Sag ich nicht. Nicht raten. Nein, tue ich ja nicht, aber drei wurden wiedergefunden und dann. Welchem Muster folgen die denn dann bitte? Schade. Ja. Wie soll denn das? Ich glaube, dass ich es habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist. Okay. Mm-mm, nee. Jetzt hast du ja nur eine 50-50-Chance, wenn du weiter rätst. Nee, ich rate ja nicht. Ich hatte gedacht, ich habe die Antwort. Weil ich kann es mir vorstellen, was gemeint ist, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich will halt jetzt nicht 50-50 machen, auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass ich jetzt die richtige Antwort habe. Sagen wir mal so, wenn ich es jetzt falsch habe, hast du den Punkt, okay? Okay. Also das ist ja... Warte mal! Na, wieso? Weil na, dann, wenn... Nee, dann mache ich jetzt auch schnell was. Okay. So. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht... Okay. Aber nee, dann ich... Dann kriegt keiner einen Punkt, oder? Keiner einen Punkt, weil das ist ja... Außer... Ich habe... Okay, ich kann ja... Krieg's jetzt na, doch irgendwie. Wie viele Möglichkeiten hast du noch? Zwei, oder? Ich habe noch zwei, ja. Welche hast du als Möglichkeiten? Moment... Ich habe C und D noch als Möglichkeiten. Ja, eins von den beiden muss es ja jetzt sein. Aber ich meine, es wäre jetzt auch eine 50-50-Chance, deswegen würde ich einfach sagen, entweder ich kann es erklären und würde den Punkt kriegen, ja. Oder ich rate und wenn ich es zufällig richtig hätte, würde ich ihn nicht kriegen. Ja, also wenn die, also ich habe jetzt ja. Die Erklärung, aber ich kann jetzt nicht sagen, warum setze das eine und nicht das andere, aber, also weil ich hatte am Ende auch nur noch C und D. Aber, Warum? Ach so, ja. Oh. Ja. Moment. Ich bin so scheiße. Moment. Ich glaube, ich weiß es. Oh Gott. Welches Muster könnte denn... Ich glaube, es hat was mit den Leuten zu tun, oder? Aber... Das, was auf den...
Oh nein. Hat das was mit deren Klamotten zu tun? Warte mal. Was stellen diese... Stellt das alles dort auf den Surfboards überhaupt dar? Das ist echt so... Ich versuche mir gerade die Leute zu den Surfboards anzugucken. Aber ich finde da nichts, wenn ich die von hinten mir anschaue. Also meiner Meinung nach hat es auch nichts damit zu tun. Ich bin mir halt nicht sicher, ob meine Lösung richtig ist. Okay. Also für mich habe ich gedacht, okay, es sind Surfer. Es sind mega coole Surfer. Mega coole Surfer. Aha, sag mir nicht, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass es aussehen soll wie Brillen. Nee. Was soll denn mit Brillen sein? Ja, weil sie mega coole Surfer sind und dass man deswegen Sonnenbrillen haben sie. Mega coole Surfer. Warum sind die überhaupt mega cool? Das ist ja wirklich dann der 4 mega coolen Surfer. Also es muss irgendwas sein, weil wenn man die von vorne sieht, würde man sofort erkennen. Das glaube ich nicht. Nee? Glaube ich tatsächlich nicht. Aber also ich weiß nicht, ob meine Antwort richtig ist in dem Sinne. Oh Gott. Also wenn du eine Erklärung hast, die Erklärung richtig ist und du deswegen das Richtige auswählst, dann kriegst du den Punkt. Ich nehme Hinweise, nein. Nein, das muss ich jetzt ohne schaffen. Ja. Beziehungsweise den ersten würde ich dir noch lassen. Und dann gucken wir uns den nochmal an. Weil der erste ist meistens eh nur so ein bisschen. Die Muster der Bretter der 4 mega coolen Surfer sind alles Variationen eines bestimmten Designs. Sind sie. Was für ein Design, weil. Also ich krieg bei den. Bei dem blauen und bei der pinken denke ich an ein Herz. Oder sowas ähnliches. Aber. Weil ich kann das ja mal per Notizfunktion. Der eine hat ja sowas hier und wenn man das dann da unten noch so ja, macht, ja. Der blaue. Aber das wäre ja nicht mega cool, ne? Ja. Das wäre kitschig. Okay, aber. Krieg ich den Punkt, wenn meine Erklärung richtig ist, wenn du aufgibst? Nö, du hast 3-mal falsch gelegen. Ich mal in der Zeit aus. Ach Mann. Ja, was von was ist das? Ist es irgendwas, was auf Karten ist? Ich muss an Kartenmuster denken. Also so die Zeichen, die auf, weißt schon, Herz, Kreuz, Pik und das andere. Karo. Aber ich glaube, das ist auch nicht. Oh Mann. Oh Mann. Ach Mann, oh. Das ist ein doofes Rätsel übrigens. Ja, na, ich glaube dir so lange noch Zeit, wie ich hier male. Oh Gott. Was ist das für ein Rätsel? Was ist das für eins Rätsel? Variationen irgendeines Designs. Welches Design könnte gemeint sein? So schwer auf den 3DS zu malen. Ganz ehrlich, ich rate jetzt und hoffe, dass ich es richtig habe, werde aber den Punkt nicht nehmen, falls ich es richtig habe. Ja. Ich will es einfach zu Ende haben.
Ich will die Lösung sehen und dann will ich sagen, oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht... So, scheiß drauf, den Punkt habe ich halt nicht. Nein! Nein! Und ich hab's noch gesagt! Ich hab's noch gesagt. Es ist was, was auf Karten drauf ist. Ja, und jetzt sieht man die auch von vorne. Ach, nee, hab ich nicht gedacht. Ich hab gedacht, es ist eine Welle, die bricht. Ich dachte mir wirklich schon, das ist was von diesen Kartensachen. Hier, Karo. Und ich hab sogar noch die Zeichen gesagt, ne? Deswegen wäre für mich eigentlich auch C eher in Frage gekommen, wegen des Karo. Oh Mann. Nee, aber den Punkt nehme ich nicht. Warum macht man dann nicht direkt fett in der Mitte dieses Aussehen, was? Egal. Auf jeden Fall, ja. Es ist schwer, hier drauf zu malen, okay? Ja, ich finde, dafür sieht es aber trotzdem echt nicht schlecht aus. Also sieht hübsch aus. Ja, also ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch... Hätte ich das mal bloß erklärt mit dem Karo und dem Lanzen. Aber ist trotzdem echt blöd, da sowas mit Karten mit reinzunehmen. Ja, das kam mir nämlich so vor, weil ich überall Herzen gesehen habe und dann aber dachte, okay, nee, das sind nicht alles Herzen. Aber gut, jetzt wissen wir es. Ja, das ist nämlich immer so auf die Seite gestellt, genau. Oh Mann. Ah, okay, also das gesuchte Brett hat ein Karo-Muster, die vier mega coolen Surfer haben jeweils ein Brett mit einer Spielkartenfarbe, deren Symbol zerteilt wurde und auf der anderen Seite liegt. Oder auf der Seite liegt. Ja, genau, das war's nämlich. Ah! Mist. Naja, was soll's. Boah, oh, sieht jetzt nicht schlecht aus. Oh, pff. Ich sag mal, hättest du jetzt mehr Zeit, könntest du... Ja, hättest du noch ein bisschen mehr Zeit, könntest du es wahrscheinlich farblich richtig schön machen. Mhm. Mit so... Abstufungen von Farben. Ja. So weit das denn geht in der Funktion. Mhm. So. Aber jetzt mal weiter dann. Ja. Oh Gott, das ist ein blödes Rätsel. Ganz blödes Rätsel. Nee, das geht gar nicht. Das war ein erstklassiges Rätsel. Danke sehr. Man hat richtig gesehen, wie viel Spaß es ihm gemacht hat. Na? Du bist über beide Ohren gegrinst. Das war kein Grinsen! Ja, okay, dann... Oh! Zum nächsten. Dann müssen wir müssen unten Rätsel verfasst haben. Oh. Sie hat keins. Mhm. Da ist was? In dem Fenster? Ja, nein. Ah, da müssen wir irgendeins verfasst haben oder so. Im Müll? Nee. In dem Rattenloch jetzt? Ist ja ein Ding. Ja, okay, dann war das wahrscheinlich, weil wir da nicht mehr vorbeigekommen sind, nachdem die Ratte rein ist. Ja. Moment mal, Kat, hier riecht was komisch. Und das bist nicht du selbst? Boah, sehr witzig. Da, ein Rätsel. Und da ich jetzt eh schon die Schnauze voller Spinnweben habe, kann ich es auch gleich lösen. Hungrige Präriehunde. Oh Gott. In diesen Löchern, die durch unterirdische Tunnel miteinander verbunden sind, stecken Präriehunde. Die Hunde schauen aus den Löchern heraus, wenn sie in der Nähe eine Karotte riechen. Und sie verschwinden wieder, sobald du dich näherst. Benachbarte Löcher, die durch Tunnel verbunden sind, sind direkt miteinander verknüpft. Weswegen die Präriehunde in ihnen auch reagieren. Tippe die Löcher so an, dass Präriehunde aus allen herausschauen. Was? Nochmal? Aha. Oh, ei, ei, ei. Scheiße. Ach, die Benachbarten, das sind ja dann die, die verbunden sind mit... Ja, mir fehlt eins. Ich hab's. Ein
gutes Rätsel ist wie ein Lutschbonbon. Man nennt mich nicht umsonst Sherl O.C. Coles. Ja, ich hab's. Macht nur keiner. Ich hab's jetzt auch. Ja. Ja, ist eigentlich nur Rumgetippe. Ja. Dass man es dann hat. Brave Präriehündchen, jetzt schaut aus jedem Loch ein Präriehund. Der Hunger hat die Scheu vertrieben. Der kürzeste Weg zur Lösung hat nur 5 Schritte. Schaffst du das? Ja, theoretisch. Ja, hatte ich. Hattest du? Mhm. Okay. Ich mach das nicht immer wieder neu, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das dann... 70 Rätsel gelöst. Interieur-Ticket, yay. So, das ist die Lösung. Das echte Rätsel ist, wie dieses Ding überhaupt erst in das Mauseloch gekommen ist. Vielleicht hat eine Maus das Rätsel gefunden und es mit zu sich nach Hause genommen. Ja, genau, so wird es sein. So, speichern. Und dann sind wir ja hier durch mit dem Fall. Mensch, wir sind ziemlich weit gekommen schon. Moment mal, was steht da immer, wenn ich das... Was ist denn hier los? Ja, das habe ich auch. Möchtest du die folgende Speicherdatei überschreiben? Oh, wollen wir das noch? Mach noch mal kurz, ich muss noch mal kurz nachgucken. Hm. Okay, Kuriositäten. Wir haben... Achso, ja, mittendrin haben wir was nicht, weil... Gründe. So, schaurig schöner Schnauzer und sowas, das hattest du ja mal gemacht, alles. Irgendwas aus irgendwo. Starke Statue, ein echter Muskelprotz, aber warum die Krawatte? Plastikpinguin, er trägt zwar Zylinder und Frack, ist aber kein echter Gentleman. Viel benutzter Fotoapparat, diese Kamera eines rasenden Reporters. Wer ist denn ein rasender Reporter? hat wohl schon so einiges von London gesehen. Und der Redman-Radiergummi. Ein Superhelden-Superhit. Radiert allerdings nicht sonderlich gut. So ist es. Okay, dann reicht das, ne? Ja. Zugeklappt und fertig. Und so weiter. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend an alle, die noch da waren. Ich frage mich, wie viele das jetzt gewesen sind. Und, 10 Zuschauer. Mann, das ist ja fast ein neuer Rekord. Eigentlich nicht, aber gut. Gutes Mittelmaß. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und natürlich auch Tschüss an alle, die erst später einschauen in den Folgen. Bye, bye.